So Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Portal 2. Oh Gott. Direkt an einer Lichtbrücke voller Viecher. Keine Sorge, du triffst mich hier auf jeden Fall nicht. Tiefschlaf. So. Nope. Geh mal zu deinen Freunden hier rüber. Ein Domino Day. Ach nee, wir müssen die irgendwie da kaputt locken. Kein Problem, das machen wir gleich noch. Rapp. Und wir müssen uns hier selber kurz stoppen. So. Guckt euch die mal an, wie die alles durchsuchen. Und Wand. Perfekt. Danke, dass du mir verzeihst. Ich gehe die Liste der Testsubjekte im Hyperschlaf durch. Ich habe zwei mit deinem Nachnamen gefunden. Einen Mann und eine Frau. Wie klein die Welt doch ist. Meint die damit meine Eltern? Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Oh Mann. Das erinnert mich gerade irgendwie an Karen, den Roboter von Plankton. Nach dem nächsten Test wartet eine Überraschung auf dich. Aber ich verrate nichts, nur so viel. Du triffst zwei Menschen, die du lange nicht mehr gesehen hast. Oh Mann, ich will dahin. Alles klar, wir kümmern uns gleich um den. Wir schauen erstmal hier ein bisschen weiter. So, wir nehmen uns den Laser und töten das Viech. Können wir das? Können wir nicht. Mist. Oh Mann. Dann muss ich erstmal mich um die kümmern. Kleinen Moment. So. Jetzt, wo ich die tot habe, kann ich natürlich hier meinen Würfel mitnehmen. So. Und den Laser hier hinlocken. So, ich hoffe natürlich, das klappt alles. Ah, Mist. Der Würfel muss ein bisschen weiter vorne. So. Besiegt er den? Okay, hoffen wir mal, dass er jetzt verbrennt. Perfekt. So. Ich glaube, ihr hört es schon immer lauter und lauter. Was steht da? Immortality. Dabei sind alle Wissenschaftler hier tot. Gab es hier nicht eine Möglichkeit, mir das Spektakel irgendwie anzuschauen? Ich möchte jetzt nicht spoilern, aber für alle Leute, die das Spiel noch nicht gespielt haben, haltet euch mal kurz 10 Sekunden die Ohren zu. Es handelt sich hier nämlich darum, dass hier ein kleines... ach, fuck. Okay, okay. ich werde mich auf jeden Fall aufhören zu bewegen, wenn ich fertig mit erzählen bin. Okay, dann bewege ich mich. Also, ich werde anfangen, mich mit zu bewegen. Okay. Es handelt sich nämlich darum, dass am Ende des Spiels ja dieses kleine Orchester gibt mit diesen kleinen Viechern, also diesen ganzen Maschinenturmen. Und die machen ja ein Lied und das hören wir hier gerade. Also ein ähnliches. Es ist gerade auch vorbei. Okay. Ja gut, dann war es das auch kurz mit dem kleinen Spoiler. Ah, da sehen wir welche.
Okay, ja, dann hätte ich euch das sogar zeigen können. Scheiße. Da haben wir auch den Fettsack. Der sinkt und da haben wir welche. Also, dann ist es doch kein Spoiler. Wir haben nämlich hier die kleinen Geschütztürme, die hier anfangen zu singen. Und die hätten jetzt eigentlich ein Orchester gespielt. Nur ich war halt gerade ein bisschen zu doof, die zu finden. Ich habe gedacht, die wären irgendwo hier auf der Seite. Naja, egal. Wir bewegen uns erstmal weiter zurück. So. Alles klar. Wir werden die, keine Sorge, wir werden die auf jeden Fall nochmal singen sehen. So. Ach ja, genau. Habe ich schon fast vergessen. Wir müssen nämlich hier das Rätsel weitermachen und dafür müssen wir einmal einen Würfel nehmen. Upp. Einmal da drauf platzieren. Perfekt. Und jetzt viel Spaß noch beim Sterben. So. Alles kaputte Teilchen. Alles klar, die hat einen auf jeden Fall auch Musik gemacht. Vielleicht eine Anlehnung darauf, dass es hier die Testkammer in der Nähe, also dieses kleine Easter Egg in der Nähe gibt, wo die Türme singen. Der nächste Test wurde von einem der Nobelpreisgewinner von Aperture erstellt. Ich weiß nicht, wofür der Preis war. Jedenfalls nicht für Immunität gegen Nervengift. Okay. Schauen wir uns das Ganze doch mal an. Hier öffnen wir mit die Tür, da gibt es den Würfel, dann holen wir uns erstmal schnell den Würfel ab. Dann hätten wir ja schon mal hinter uns. So. Was aktivieren wir? Ah, okay. Ich verstehe. Ich weiß schon wieder, was das Problem hier war. Okay, es gab, glaube ich, aber eine Möglichkeit, da hochzugehen. Schauen wir uns das doch mal an. Da, 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 da. So, ich stehe hier auf einer ganz komischen Position. Aber lasst uns doch mal kurz da reingehen. Hier komme ich aber nicht raus. Schade. Ich frage mich, wofür dieser Raum dann gedacht ist. Kann ich da einen Schuss machen? Nee, kann ich nicht. Mist, Mist, Mist. Ich dachte, das wäre hier nochmal ein cooler Raum oder so. Okay, hier haben wir eine Möglichkeit, das hier zu verlängern. Machen wir das mal ganz kurz. Okay, ich weiß, glaube ich, schon wie. Also, ich habe eine kleine Vermutung. Wir müssen den Würfel nämlich kurz runternehmen. Lass das einfach kurz wachsen, das ist kein Problem. So, dann einmal schnell da hinten hin. Und jetzt müssen wir den Würfel einfach nur runterfallen lassen. Dann fällt er nämlich genau auf die Plattform und die Tür öffnet sich. Ich habe deine Überraschung vergessen. Falsch. Wir gehen direkt darauf zu. Nach all den Jahren. Bei dem Gedanken kommen mir die Tränen. Oh Mann, wir kriegen eine Überraschung. Schubidu. Ich hoffe, die Überraschung lohnt sich. Sonst wäre ich ja ganz traurig. So, gibt's Kuchen? Wir sind schon in Teil 4. Ich weiß gar nicht, wie viele Teile es gab. Ich glaube 8 oder so. Überraschung in 3, 2, 1. What? Ich hab gelogen. Überraschung. Danke für die Überraschung. Ach komm, falls es dich glücklicher macht. Sie haben dich als Baby verstoßen. Also glaube ich kaum, dass sie dich sehen wollen würden. Meine Eltern, oh nein. So. Oh nein, ich erinnere mich, dass das hier schon ein bisschen nerviger war. Also jetzt kommt ein paar der nervigen Rätsel, meiner Meinung nach. Ich muss nur gucken, wie die alle zu lösen waren. Wir haben da einen Laser, den kann ich mir schnell von Nutzen machen. Autsch, autsch, autsch. Aber den kriege ich nicht weitergeleitet. Für den Laser brauche ich
den Würfel. Er befindet sich da oben anscheinend. Alles klar. Damit ist ja schon klar, was wir machen müssen. Wir müssen hier eine Stoppbrücke einbauen, aber wo kriege ich die denn bitte hier eingebaut? Lasst mich mal nachdenken. Wir brauchen die drei Teile aktiviert. Und mit Würfeln müssen wir was machen. Okay, kurze Denkpause. Wir haben da kein Feld. Das ist alles, wie wir das am nächsten ranbringen können. Und halt hier so eine Brücke. Aber das bringt mir alles. Da können wir schon mal einen Würfel stoppen. Das ist schon mal gut. Okay. Ja, Moment. Wenn der eine Würfel da stoppt, stoppen beide. Zack und zack. Okay. Oh, wie kommt der? Ach so, okay. Der ist anscheinend in das orange Portal gefallen. Das ist schon mal vorteilhaft. Wir verstecken uns da vorne jetzt hinter der Mauer. Und holen uns schon mal einen Würfel ab. So, lass mich kurz darüber gehen. Und jetzt den anderen Würfel hierher holen. Komm schon. Komm schon, ich will den Würfel haben. So. Perfekt, damit hätte ich das Viech auch schon erledigt. Ach so, ja, genau. Kleinen Moment, ich löse das hier kurz erstmal. So, hier einmal gerade. Und hier einmal durch die zwei Teile durch. Ich habe ein komisches Gefühl wegen der Überraschung. Wir sollten besser deine Eltern anrufen. Die Eltern, die Sie anrufen möchten, lieben Sie nicht. Legen Sie auf. Traurig, aber eindrucksvoll. Vielleicht waren Sie Mitarbeiter der Telefongesellschaft. Die Eltern, die Sie anrufen wollen, lieben Sie nicht. Jetzt wirklich. Mann, die ist so grausam. Also ich würde ja schon wahnsinnig werden, wenn ich die immer wieder hier hätte. Hey, wie geht's? Ich habe mich wieder in die alte Nanobot-Riege eingeschleust, die den Schacht neu aufbaut. Die sind winzig klein darum. Oh, ich weiß, Jerry. Nein, ich mach grad Pause, Kumpel. Pause. Oh, halte durch, nur noch 5. Was, Jerry? Du kannst mich deswegen nicht feuern. Jerry. Wenn deine Leute nicht so engstirnig wären, würden sie auch einen Nanobot von meiner Größe akzeptieren. Intolerantes Pack. Wir sehen uns vor Gericht wieder. Und du, halte durch. Noch 5 Kammern. Noch 5 Kammern, oh Gott. Ich hoffe, ich pack die alle. Bevor ich hier noch wahnsinnig werde durch das ganze Fertigmachen von GLaDOS. Du kennst doch die alte Formel. Komödie ist Tragödie plus Zeit. Und du hast ewig lange geschlafen. Also ist es sogar ziemlich komisch, wenn du es ausrechnest. Okay. An dieses Rätsel erinnere ich mich. Aber ich weiß nicht mehr ganz, wie man das lösen sollte. Also auf jeden Fall haben wir da eine Möglichkeit, gegenzuknallen, ja? Und dann müssen wir erstmal den Würfel da abholen. Da haben wir schon mal das Erste. Hopp. Jetzt gehen wir einfach nochmal dadurch. Und schauen uns um. Da haben wir 3 solche Teile, okay? Da haben wir das Ziel. Und da haben wir Laser. Womit soll ich denn anfangen? Ich könnte jetzt damit anfangen hier. Autsch. Autsch. Alles klar, das heißt, es gibt hier auch einen schnelleren Weg. Dann holen wir uns mal einen Laser ab. Danke. Und schießen den einfach mal an irgendeine Wand. Also an irgendeine Wand, die auch was erlaubt. Das ist ja schrecklich, hier gibt es gar nichts. Ja, Laser. Da vorne. Ha.
Habe ich damit einen zweiten Laser aktiviert oder so? Oder was aktiviert das Teil? Ach, okay. Okay, ich werde den Laser einfach mal weiterführen, ja? Dann kommen wir schon mal auf das nächste Ziel. Hopp. Ach so, ja, ich brauche auch einen Würfel. Ist natürlich schlau, wenn ich keinen Würfel mitnehme. Da, 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 da. Jetzt habe ich einen Ohrwurm von das, was sie vorhin gesungen hat. So, oh, ja, ich will da auch gerne durch, aber ich muss das ein bisschen anders machen. Tut mir leid, Würfel. So. Zack. Und jetzt, Würfel. Da ist, by the way, noch einer. Da muss ich später hin. Aber wir müssen erstmal. Up. Und jetzt. Wuhu. So, zu Nummer 2 ist das jetzt auch geleitet. Und jetzt holen wir uns erstmal Würfel Nummer 3. An den müsste man doch eigentlich ganz locker rankommen, oder? Den muss ich im Flug kriegen, okay. Und go. Habe ich den? Ja, ich hatte den ganz kurz, aber ich glaube, ich konnte den nicht runterziehen. Mist, Mist, Mist. Juhu. Und nochmal. So. Ziel ist es jetzt einfach, da vorne hinzukommen. Das geht ja ganz einfach. Und alle Viecher zu zerbrennen. Plattform ist gestellt und noch ein drittes Mal. Nein, ein letztes, so heißt das. Und go. Ja, damit wären wir auch schon am Ziel. Nicht schlecht. Ich habe über unsere Situation nachgedacht und die optimale Lösung für einen von uns gefunden. Okay. Freue ich mich erstmal, diese Lösung zu erwarten bzw. zu sehen. Ich hoffe natürlich, die hat eine gute Lösung, sonst wäre ich ein bisschen enttäuscht. Komm schon, GLaDOS. Deine Lösung wird doch immer gut sein. Unseren Bestimmungen zufolge muss ich dich warnen, dass die nächste Testkammer sehr gut aussieht. Ganz recht, die Anlage ist wieder voll funktionstüchtig. Wow. Die sieht echt mega gut aus. Also, nach so einer langen Zeit, ich habe zwar am Anfang gesagt, dass das ein bisschen steril wirkt, aber nach so einer langen Zeit wieder in so eine weiße Kammer zu kommen, ist doch schon irgendwie was Besonderes. Oh, ich habe den Test gehasst, das kann ich euch jetzt schon sagen. Und dahin, glaube ich. Wir haben hier auf jeden Fall super viel Laser. Kann ich das noch ein bisschen weiter nach rechts schieben? Ja, das bringt mir nichts. Komm, ich. Also mit denen hier hätte ich dann nochmal eins, aber mir fehlt da noch eins. So, und jetzt habe ich noch den Laser übrig. Nehmen wir das mal weg. Wartet mal. Autsch. Das tut doch weh hier. Alles klar. Wenn wir das da haben, können wir von hier den da rein schicken. Und jetzt haben wir noch einen Laser übrig. Autsch, 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 autsch. Hätten wir damit alle? Ich glaube schon. Ja, haben wir. Perfekt. Puh. Auch wenn das ein bisschen komisch aussieht, es klappt. Diese Testkammern sehen besser aus als je zuvor. Es war eigentlich ganz einfach. Man muss die Dinge nur objektiv sehen und sich von allem Überflüssigen trennen. Nach diesem Test habe ich eine Überraschung für dich. Keine vorgetäuschte, unerfreuliche wie die letzte. Eine echte Überraschung. Mit tragischen Konsequenzen. Und echtem Konfetti. Dem Guten. Die letzte Tüte. Ich werde sie vermissen,
aber eigentlich hat sie nur Platz weggenommen. Okay, dann würde ich erstmal sagen, das war's mit der Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und haut raus und bis demnächst. Ciao.